So, willkommen zurück im GEPA-Studio. Und wir werden jetzt gleich mit den Lebensmitteln weitermachen, aber kurz möchten wir nochmal Danke sagen. Und zwar Danke sagen an auf jeden Fall einmal das Gefährt. Und zwar die Kleidung, die wir heute hier anhaben. Ich habe schon Kommentare gekriegt, dieser Hund, der sieht so ein bisschen aus wie ich oder ich sehe aus wie der Hund. Das Gefährt, vielen Dank für die Kleidung. Das Gefährt ist ein mobiler Kleidershop Ah, und vielen. fährt gerne die Weltläden an hier im Umkreis um Wuppertal. Bis nach Hessen hat sie erzählt. Und wenn ihr halt keinen Platz habt für Kleidung, könnt ihr euch gerne unter der Webseite www.dasgefährt.de informieren und sie kontaktieren. Sie kommt gerne vorbei und zeigt euch fair gehandelte Kleidung. Und das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ebenfalls ein riesengroßes Dankeschön geht an unsere Nachbarn hier schräg gegenüber, und zwar an die Firma Leindecker. Denn ohne unsere Tech-Boys hier im Hintergrund wäre das gar nicht möglich gewesen, diese Präsentation hier irgendwie auf die Beine zu stellen. Darum vielen, vielen Dank an die Firma Leindecker aus Wuppertal. Und nun gebe ich ab das Wort an meine Kollegin Alexandra. Sie ist Tee- und Honigmanagerin, kommt aus dem Sortiment und sie wird das neue Honigsortiment euch ein bisschen vorstellen. Und deswegen, Alex, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin jetzt 1,5 Jahre ungefähr hier bei der GEPA und ich freue mich so, das erste große Projekt hier vorzustellen, das neue Honigsortiment. Dafür habe ich eine kleine Übersicht mitgebracht, in digitaler Form. Und zwar kann man hier gut sehen, die einzelnen Honiggläser und ihr neues Design. Wir haben über alle unterschiedlichen Sorten jetzt einen einheitlichen, modernen Look. Wir haben das Etikett in zwei Teile geteilt. Wir haben oben kontrastreiche Farben, meistens die Nahrungsgrundlage der Bienen als Vorbild in Form von Blüten und Pflanzen zu sehen und unten dann im Kontrast weiße Farbe. Außerdem haben wir jetzt mehr Bio-Honige im Sortiment. Das Trio hat eine neue Umverpackung bekommen, weg vom Plastik. Auf das Trio würde ich jetzt gerne auch noch mal detaillierter eingehen mit einem größeren Bild. Wie man hier sehen kann, haben wir uns vom Plastikblister verabschiedet, der das Ganze zusammengehalten hat, und haben jetzt eine Kartonage aus 100% Recyclingmaterial. Diese hält die einzelnen Gläser auch viel besser auseinander beim Transport, sage ich mal. Da klirrt jetzt nichts mehr. So wird Glasbruch noch besser vermieden und außerdem eignet sich das jetzt ideal zum Verschenken oder als kleines Mitbringsel oder eben, wenn man einfach wirklich wenig Honig isst, dass man ganz kleine Gläser hat und die nicht zu lange offen rumstehen. Dann möchte ich noch auf die allgemeinen Mehrwerte des neuen Sortiments gerne eingehen. Wir haben jetzt mehrsprachige Etiketten auf den Honigen. Bei den 500 Gramm Gläsern und dem Trio haben wir vier Sprachen, nämlich Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Und auf den 250 Gramm Gläsern außerdem Canela drei Sprachen, nämlich Deutsch, Englisch und Französisch. Das Canela hat noch Nährwertangaben dabei und deswegen passen da leider nur zwei Sprachen, nämlich Deutsch und Englisch drauf. Außerdem füllen wir und verarbeiten wir unseren Honig hier in Deutschland mit 100% Ökostrom ab. Und ab dem neuen Sortiment können wir sagen, das Sortiment ist klimaneutral. Wir kooperieren mit der Klimakollekte und kompensieren wirklich vom Imker in der Kooperative den Transport bis hierhin zur GEPA komplett und können deswegen sagen, dass das Sortiment klimaneutral ist. Außerdem haben wir, wie eben schon erwähnt, unser Angebot an Bioprodukten ausgeweitet. Die vier Wildblütenhonige in 500, 250 Gramm cremig und flüssig sind jetzt bio und auch der Guatemala-Honig ist jetzt in Bioqualität verfügbar.
denn wir haben unsere Handelspartner gemeinsam auf die Bio-Zertifizierung umgestellt. Hier auf dem Bild jetzt zu sehen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fabrik von Guayab in Guatemala. Wir haben den Prozess über mehrere Jahre bei den verschiedenen Handelspartnern begleitet und das bietet denen vor allen Dingen den Mehrwert, dass für die Bio-Rohware mehr gezahlt wird als für konventionelle Ware. Auch der Absatz, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, ist die Nachfrage nach Bio-Rohware höher. Und die Ware, die wir zum Beispiel nicht abnehmen, findet dadurch eben auch bessere Abnehmer zu auch höheren Preisen eben, weil für Bio-Rohware höhere Preise angesetzt sind. Genau. Was bedeutet die Bio-Umstellung eigentlich für unsere Handelspartner? Die haben oft schon sehr naturnah gearbeitet. Die brauchten zum Beispiel nicht mehr zwangsläufig von den Styropor-Bienenvölkern auf Holz-Bienenbeuten umstellen. Das war bei den meisten schon gegeben, denn sie bauen die Bienenstöcke oft selbst. Und das zum Beispiel war sowieso schon gegeben. Die einzigen Änderungen waren bei der Dokumentation, die jetzt genauer sein musste. Da haben zum Teil dann den Imkern die Familienmitglieder oder eben auch andere Mitarbeiter der Kooperative geholfen, weil einige der Imker nicht lesen und schreiben können, aber das konnte auch gelöst werden. Und außerdem musste auf Bio-Winterfutter umgestellt werden, aber auch das konnte gelöst werden, sodass wir seit 2019 fast ausschließlich Bio-Rohware importieren, auch wenn es auf den Gläsern bis jetzt noch nicht drauf stand. Was ist eigentlich der Mehrwert insgesamt von unserem von Imkerei im globalen Süden? Wie schon erwähnt, ist die Imkerei sehr naturnah. Das bietet insbesondere Perspektiven für Menschen ohne eigenen Landbesitz. Man führt dann eine Absprache mit den jeweiligen Landbesitzern für einen bestimmten Standort und dann können eben die Bienenstöcke dort platziert werden. Das ist eine Win-Win-Situation, weil die Pflanzen im Land jeweils dann bestäubt werden und gleichzeitig der Imker eben seinen Honig davon ernten kann. Außerdem bietet die Imkerei eine Perspektive für insbesondere junge Leute, weil man eben nicht viel braucht. Zum Beispiel unser Handelspartner Zeltal zu Ziel in Mexiko, der richtet sich bei der Neuakquise insbesondere an junge Leute. Einerseits die Kinder der schon bestehenden Imker in der Kooperative, auch eben aber auch an Remigranten aus zum Beispiel den USA oder aus größeren Städten. Und da hat die GEPA zum Beispiel auch neue Bienenvölker gestellt über den Handelspartnerfonds und so konnten eben neue Imker für die Kooperative gewonnen werden. Genau, und allgemein bietet eben Imkerei die Sicherung der Ernährung sowohl für die Menschen, aber eben auch für die Bienen, weil eben nur durch die Bestäubung viele Pflanzen eben dann auch geerntet werden können. Einige Handelspartner haben auch Baumschulen, um die Pflanzenvielfalt eben weiter zu erhalten und dann auch eben die Früchte ernten zu können und Ernährung für ihre Bienen haben zu können. Genau, das war es jetzt erstmal grob von mir zum Honigsortiment. Ich sehe gerade eine Frage, ob ein größeres Kanelaglas möglich ist. Aktuell bieten wir nur die 250 Gramm Variante an. Also ist nicht geplant, das in einem 500 Gramm Glas anzubieten. Ich sehe jetzt direkt noch eine Frage hinterher, die ich auch gerne noch ansprechen möchte. Im Rahmen der Sortimentsveränderung haben sich die Preise erhöht, denn wir haben einerseits länger nichts an den Preisen gemacht, andererseits haben sich sowohl auf Seiten der Verarbeiter die Verpackungsmaterialienpreise erhöht, aber auch die Rohwarenpreise sind angestiegen und wir haben eben auch diverse Produkte auf Bio umgestellt und wie schon erwähnt, zahlen wir eben einfach einen höheren Preis für Bio-Rohware, wo eben dann auch mehr beim jeweiligen Imker und der ganzen Kooperative ankommt. Genau. Und jetzt
würde ich dann wieder zurückgeben an euch und mich bedanken, dass ich das Honigsortiment Ihnen vorstellen durfte. Danke, Alexandra. Vielen Dank, dass du da warst und uns einen Einblick ins Honigsortiment gegeben hast. Und ich glaube, dann würde ich einfach an dieser Stelle anschließen, und zwar nicht mit Honig, aber ebenfalls mit etwas, was im Glas bei uns hoffentlich bald ankommt. Mhm. Und zwar, ihr wisst es ja wahrscheinlich, und ich weiß es auch aus Wuppertal, hier aus dem Verkauf, es wird nach der Erdnusscreme gefragt. Die ist wohl bei euch wirklich extrem beliebt. Ja. Und da muss ich aber nur leider sagen, es gibt eine leichte Verzögerung. Und zwar, wie ihr wisst, wird die Erdnusscreme momentan umgestellt. Und zwar, wir wollen langfristig, dass auch die Erdnusscreme aus Sri Lanka kommt, also ein Ursprungsprodukt wird. Und da gab es einfach bei der letzten Lieferung Qualitätsprobleme, sodass sich die Lieferung aus dem Ursprung wahrscheinlich noch bis Oktober verzögern wird. Wir sind aber gerade dabei, eine Zwischenlösung zu finden, sodass ihr nicht bis Oktober warten müsst, sondern auch die beliebte Erdnusscreme schon vorher bestellen könnt. Es gibt eine Information auf der Webseite von Wiederverkäufer, also www.wog-weltanengruppen.de, und dort findet ihr halt auch die Information zur Erdnusscreme. Ja. Das ist schön, denn wir vermissen sie auch schon. Machen wir weiter mit Ostern? Machen wir weiter mit Ostern. Das Ostersortiment kennt ihr ja schon. Es hat sich gezeigt, dass manche Produkte sehr beliebt sind. Deswegen waren zwischenzeitlich diese Ostereiertütchen ausverkauft. Aber wir haben es geschafft, durch Umverteilen bei uns im Hause noch mal welche freizukriegen. Und jetzt sind sie wieder in den Online-Shop aufgenommen worden. Also im wug.de Online-Shop könnt ihr die wunderbaren Eier wieder bekommen. Solange der Vorrat reicht allerdings nur. Genau, also, das sind die letzten Osterhasen müssen flott sein. Genau, das sind die letzten Ostereier, die wir halt noch haben. Und ja, es sind noch wenige Stück auf jeden Fall auf Lager. Bekannt sind natürlich das Osterlämmchen und der Osterhase. Hier, Osterlämmchen, Osterhase. Natürlich bekannt. Und viele haben sich vielleicht auch schon gewundert, denn etwas ist dieses Jahr etwas anders im Bereich Ostern bei den GEPA-Artikeln. Genau, und zwar gab es hier das Problem, dass die Farbe Gold nicht verwendet werden durfte. Deswegen haben wir dieses Jahr eher Schneehasen als Osterhasen. Die sind also so ein bisschen silbrig, das könnt ihr vielleicht sehen, heller als gewohnt. Und das hatte mit rechtlichen Fragen zu tun, die wir hoffen, klären zu können. Deswegen sind die jetzt ein klein bisschen anders im Erscheinungsbild. Da drin ist aber dieselbe leckere Schokolade. Darauf könnt ihr euch verlassen. Bio und fair. Genau. Und eine kleine Überraschung gibt es halt hier bei diesen Osterhäschen. Das sind die massiven, die kleinen 10 Stück in so einer kleinen Verpackung. Die kennt ihr mit Sicherheit auch. Dort ist es manchmal so, dass ihr goldene Häschen findet oder silberne Häschen. Lasst euch überraschen. Es bleibt eine Wundertüte. Genau. Dann haben wir noch die Osterriegel und die kleinen Schokolädchen im Dreierpack. Die kennt ihr ja schon und die sind auch über Jahre hinweg sehr beliebt und verkaufen sich ebenso gut. Dann machen wir weiter mit Tee. Heute hat es wieder geschneit. Genau, in Wuppertal hat es heute wieder geschneit. Sehr zu Pass. Genau, in Wuppertal hat es heute aus irgendeinem heiterem Himmel wieder geschneit. Und wir haben die 3 Teesorten, die ihr mit Sicherheit kennt, aber weil wir sie noch nicht so ausführlich vorgestellt haben, sollen sie hier auch auf jeden Fall auch Raum und Zeit gewinnen. Was haben wir denn Neues? Also den Lively ist ein leichter Früchtetee mit Kräutern und Gewürzen. Dann haben wir hier noch den Zimtkakao. Zimtkakao, auch ein warmer Tee, gerade jetzt, wenn es wieder anfängt zu schneien. Ich glaube, den werde ich erstmal gleich trinken, wenn wir Sendeschluss haben.
Ja, es ist doch ganz schön kalt geworden, auch hier im GEPA-Studio, weil Fenster immer wieder geöffnet werden müssen aufgrund der Corona-Bedingungen, wie hier auch einen Luftaustauscher stehen haben. Ja. Wir versuchen uns schon sehr streng an die Bedingungen zu halten. Ihr habt eben gesehen, versehentlich bin ich mit Maske ins Bild gerannt. Also solche Sachen passieren dann einfach gelegentlich mal. Und hier haben wir noch einen Grüntee mit Rosmarin, der eine besondere Note bringt. Ah, okay, das können wir machen, selbstverständlich. Grüntee mit Rosmarin, der nochmal eine besondere Note zu dem Grüntee hinzugibt. Auch sehr geschmackvoll. Plus, was wir neu entwickelt haben, sind diese kleinen Informationsblätter. Wie halte ich das, dass das nicht blendet? So, jetzt kriegt es hin, ne? Moment, wird jetzt gerade angesucht. Mit den drei neuen Tees. So. So. Ja. Mhm. Genau, mit den wichtigsten Infos zu den drei neuen Teesorten drauf. Den Honig sollten wir noch mal ins genau. Bild halten. Gerade kam die noch mal die Bitte, die neuen Honige kurz ins Bild zu halten. Das machen wir natürlich sehr gerne. Doro, ich gebe dir mal hier kurz die Wildblüte rüber. Mhm. Und ich nehme die beiden Mexikaner. Und zwar einmal hier auch das neue Design. Ich habe jetzt hier, ich habe Mexiko, den flüssigen und den cremigen in der Hand. Und die Dorothea hat gerade die Wildblüte in der Hand. Das sind alles 500 Gramm Gläser. Okay. Genau, und die etwas kleineren, also den Akahula Honig, die Orangenblüte und Eukalyptus, die haben wir jetzt nun in 250 Gramm und die sehen so aus. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an das Teesortiment. Genau, die sehen genau aus wie die mit dem Stülpdeckel. Genau, das sehr ist auch aus unserer Premium-Linie. Also vielleicht kennt ihr ja den First Flash Darjeeling oder den First Flash, den Weißtee, den auch in der handgeschöpften Papierverpackung. Der Honig hat jetzt, der neue Honig, dasselbe Design und Anlehnung daran. Das heißt, auch in Kombination wirken die wirklich sehr, sehr schön, sodass man auch Honig und Tee wirklich zusammen als Vollsortiment wirklich wirken lassen kann. Und dadurch gibt es einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Optik und es wirkt einfach ansprechend auch den Kunden und Kundinnen gegenüber. Sieht sehr edel aus. So, und jetzt kommen wir zu den leckeren Sachen. Zu den leckeren Sachen, genau. Ich weiß gar nicht, Doro, hast du einen Favoriten? Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich schwanke noch zwischen Lemon Crispy und Mokka-Sahne. Okay. Es ist ganz schwer. Wollen wir noch mal probieren? Ja, welche probieren wir denn? Ich weiß nicht, wie lange die da stehen. Lass uns eine aufmachen. Also, kurz für euch. Wir haben hier drei neue Limited Editions. Und zwar einmal Mokka-Sahne, Lemon Crisp und Joghurt-Erdbeere. Eine perfekte Schokolade jetzt gerade für den Frühling. Und wir machen einfach mal auf. Und ich glaube, wir sollten mal die Erdbeer-Joghurt aufmachen. Ja. Wenn du magst. Okay. Ich mache die einfach mal kurz auf. Und ich zeige euch das mal. Denn man ist so ein bisschen überrascht von der Schokolade. Und zwar, ich hoffe, das sieht man gut. Diese ist fast rot. Wir haben hier richtige Erdbeere drin. Natürlich bio und fair. Und Doro, kannst du gerne mal ein Stück rausnehmen? Ja, eins reicht aber wirklich. Obwohl, wer weiß, je mehr wir davon essen, desto größer sind die Chancen, dass die im Sortiment bleiben. Jetzt sind es ja noch die limitierten Editionen, genau. Aber vielleicht sind die ja zum Bleiben geeignet. Ich habe eigentlich mir selber versprochen, die Schokolade nicht mehr zu essen, denn es gab halt so ein Ereignis bei mir zu Hause. Ich hatte die alle dreimal zum Probieren da, war aber ziemlich traurig, weil ungefähr 2 Stunden später waren alle drei Schokoladen ziemlich leer. Hab sie zwar extra in der Küche geparkt und habe im Wohnzimmer gearbeitet, aber sie haben nicht lange bei mir überlebt. Und kannst du gerne haben, Doro. Oh, danke. Nehme ich gerne an. Und wir bleiben noch kurz beim Honig, nicht beim Honig, bei der Schokolade.
Ein ganz kurzer Schwenk zurück. Da kam gerade die Frage zum Thema noch Erdnusscreme. Mhm. Wir wissen, dass viele von euch Probleme hatten mit den überaus großen Verpackungseinheiten von der Erdnusscreme. Wir arbeiten derzeit daran, kleinere Verpackungseinheiten hinzubekommen, damit auch kleinere Haushalte oder Leute, die nicht so massive Verbraucher sind wie unser Haushalt, diese dann kaufen können als ganze Verpackungseinheit und dass eben das MHD im Laden auch nicht so schnell abläuft. Ich sehe auch gerade, es kam noch eine weitere Frage zu den Limited Edition Schokoladen, wie lange es die geben wird. Die sind momentan geplant für das erste Halbjahr. Mhm. Und das heißt, es ist wirklich eine Limited Edition, wenn weg ist, ist weg. Schreibt aber gerne euer Feedback und schreibt uns gerne, wie die Schokoladen bei euch ankommen. Ja. Gehen wir gerne weiter und dann gucken wir mal. Testen solltet ihr sie auf jeden Fall. Lohnt sich. Eine Sache möchte ich aber noch gerne sagen, und zwar, wir haben ja letztes Jahr angefangen im September, und zwar Choco for Change. Dort wurde die bei der fairen Woche offiziell auch vorgestellt. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran. Mit Hildegard Fuchs zusammen haben wir die gelauncht und veröffentlicht. Das Besondere an der Choco for Change Schokolade ist, dass 20 Cent des Preises an Klimaaufforstungsprojekte gehen, sodass auch Öfen in Tansania gebaut werden können und Bäume werden in Sao Tome gepflanzt. Und wir möchten gerade diesen Moment nutzen, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Und zwar, es wurden knapp 6.000 Bäume, also es können jetzt bis jetzt 6.000 Bäume gepflanzt werden und circa 280 Öfen gebaut werden. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr schon 70% des Ziels erreicht. Und das geht halt nur mit euch. Und an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank dafür. Genau. Danke, danke. Dass ihr dieses Kampagnenprojekt mit der Klimakollekte so gut unterstützt und dabei seid. Und wir sind ganz überwältigt davon, dass diese Schokolade so gut bei euch ankommt. Und das ist einfach auch ein Teil des Beitrags zum Klimaschutz. So, ich glaube, Doro, ich gucke mal kurz links hinter mir. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich auch nicht. Und ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir sind sehr gut in der Zeit. Und an der Stelle bedanke ich mich und gebe das Wort ab zu Horche. Danke, Dennis. Ich hoffe, ihr habt euch viel Spaß gemacht. Wir hatten uns, als wir es vorbereitet hatten, hatten wir gedacht, werden unsere Kunden so lange aushalten. Ich habe gerade im Chat noch mal geschaut, circa 200 Leute waren noch da, trotz Lebensmittelpräsentation. Einige sind noch nach der Hamburg-Präsentation ausgestiegen, aber die Mehrheit ist da. Wirklich, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist keine Selbstverständlichkeit und dass ihr unser Programm, ich hoffe, genossen habt. Danke an Dorothea, danke an Dennis für diese Präsentation. Danke an Michelle, ja, auch für die ganze technische Arbeiten und die ganze Vorbereitung. Ich danke auch an Hildegund und Susanne, die im Hintergrund den Chat mitgemacht haben. Das ist nicht das Ergebnis einer einzelnen Person, sondern es ist das Ergebnis von unserer gesamten Abteilung, die wir gemeinsam da vorbereitet hatten, um tatsächlich mit euch zu kommunizieren und unsere Produkte zu verkaufen und nur auch präsentieren, damit ihr auch unsere Produkte verkaufen könnt. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Diese digitale Veranstaltung ist wirklich ein Novum. Vor Corona war es so, wir hatten immer wieder überlegt, Videopräsentationen zu machen und keiner wollte die. Und heutzutage es ist ganz wichtig für unsere gemeinsame Kommunikation, auf Videokonferenzen zu gehen oder miteinander zu sprechen. Und wir sind nicht alleine auf dem Weg dahin. Ich finde ganz wichtig, was zurzeit passiert. Es ist wichtig, weil es gibt uns die Möglichkeit, andere Kommunikationswege zu etablieren und auch schneller miteinander zu kommunizieren. Ich sagte, wir sind nicht alleine unterwegs, sondern es sind auch die anderen Kollegen der anderen Importorganisationen. Ich möchte auch euch bitten, besucht auch
die Messe von El Puente, die immer Mittwoch stattfindet. Besuch auch die Angebote, die Welt Panna macht für im digitalen Bereich und auch Glovo. Ich finde ganz wichtig, dass alle diese Bemühungen unterstützt werden. Und ich freue mich auch auf euren Besuch. Und das sind auch ganz interessante Veranstaltungen, wo auch die Möglichkeit hat, man hat, mit verschiedenen Partnern zu sprechen. Weltfrauentag. Und wir hatten was Besonderes vorbereitet, nämlich. Es fällt mir jetzt hier. Ein Blumenstrauß für euch alle. Aber bevor diese Blumenstrauß wir verteilen, für alle werden wir hier im Haus verteilen, wenn mir das gelingt. Erstmal ein Blumenstrauß an Dorothea, ja, für diese Präsentation. Ein Blumenstrauß an Michelle. Dennis, du bekommst auch einen Blumenstrauß. Du hast es so toll gemacht. Dankeschön. Ja, zwei Blumenstrauß sind noch für Susanne und Hildegund. Und den Rest der Sträuße oder der Nelken, der Rest der Nelken ist für euch, für alle Leute, alle Frauen, alle Mitwirkenden im Weltladen. Wir sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.